Bitte nehmen Sie Platz. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Vizekanzler, hohe Festgesellschaft. Heute ist ein großer Tag für die Technische Universität Wien. Wir haben uns auf diesen Tag sozusagen 200 Jahre vorbereitet. Und es ist mir eine große Freude, Sie heute hier alle begrüßen zu können. Gleichzeitig möchte ich Ihnen allen für Ihr Kommen danken. Besonders herzlich begrüße ich die Kolleginnen und Kollegen, die uns an unseren Hauptstandorten begleiten und dieser akademischen Feier ebenfalls beiwohnen. Das Kaiserlich-Königliche Polytechnische Institut, das am 6.11.1815 feierlich eröffnet wurde, war ein Kind seiner Zeit. Ein wachsender Bedarf der staatlichen Verwaltungen, des Militärs und der Wirtschaft an Fachkräften mit technisch-naturwissenschaftlicher Ausbildung und der gegen Ende des 18. Jahrhunderts bereits deutlich erkennbare industrielle Vorsprung Englands führten dazu, dass es seit 1797 in der für das Bildungswesen in der Monarchie zuständigen Studienhofkommission Überlegungen zur Schaffung einer zentralen technischen Schule in der Reichshauptstadt gab. Durch die napoleonischen Kriege verzögert, erteilte Kaiser Franz II. Erst am 4. April 1805 der Studienhofkommission den Auftrag, ein Gutachten zur Frage der Errichtung eines polytechnischen Institutes zu erstellen. Die ersten Entwürfe verschiedener Professoren entsprachen nicht den Vorstellungen der Behörden, sodass im März 1810 Johann Joseph Prechtl, damals Professor für Chemie und Physik an der Wiener Realschule zu St. Anna, mit der Ausarbeitung eines Organisations- und Studienplanes für eine solche Anstalt betraut wurde. Ein erster Entwurf lag bereits im ersten Jahr vor. Nach mehrfachen Iterationen wurde am 31.08.1817 die kaiserliche Genehmigung für die Verfassung des Kaiserlich-Königlichen Polytechnischen Instituts in Wien erteilt, die bis 1865 in Kraft blieb. Prechtl wurde Weihnachten 1814 zum ersten Direktor ernannt. Ein geeigneter Baugrund am heutigen Karlsplatz war bereits erworben. Der Lehrbetrieb begann am 7.11.1815 mit 3 von geplanten 8 Professoren und 47 Studenten in einem baulichen Provisorium. Der Grundstein für unser heutiges Hauptgebäude wurde im Oktober 1816 gelegt. 2 Jahre später wurde bereits in das neue Haus übersiedelt. Das Haus war übrigens das erste in Kontinentaleuropa mit Gasbeleuchtung, eine Eigenentwicklung von Prechtl und Arzberger, seines Zeichens Professor von Mechanik am Institut. Die Gründung militärischer und gewerblich-technischer Fachschulen zu Beginn des 18. Jahrhunderts erfolgte aufgrund des bereits geschilderten Bedarfs. Was war jetzt das Besondere an dieser Gründung? Diese Frage steht in engem Zusammenhang mit den Vorstellungen Prechtls über die Funktion einer solchen Lehranstalt. Sein Konzept, welches letztlich in der Verfassung von 1818 seinen Niederschlag fand, sah von Beginn an eine universitätsähnliche Anstalt mit Lehr- und Lernfreiheit für Professoren und Hörer, eine Universitas Scientiarum Technicarum mit über den reinen Lehrbetrieb weit hinausgehenden Aufgaben vor. Das Institut war konzipiert als Nationalinstitut, das heißt als zentrale Referenzanstalt mit Modellcharakter und monarchieübergreifenden Aufgaben. Bestimmt, alle Zweige der technischen Studien mit möglichster Vollständigkeit zu umfassen und mit allen wissenschaftlichen Behelfen zu lehren. Das Institut hatte auch die Funktion eines Konservatoriums für Künste und Gewerbe. Dafür wurden umfangreiche technologische Sammlungen wie das Kaiserlich-Königliche Fabriksproduktenkabinett, eine Werkzeugsammlung, eine Modellsammlung, aber auch eine technische Fachbibliothek aufgebaut. Das Institut fungierte ebenso als technische Kunstbehörde zur Erstellung technischer Fachgutachten und für die Begutachtung von Privilegien, das heißt von Patenten. Unsere Privilegiensammlung umfasst alle seit Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Errichtung des kaiserlich-königlichen Handelsministeriums um 1950 herum in der Monarchie vergebenen Privilegien.
Der klare Auftrag besteht bis heute darin, diese auch einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Institut sollte in seiner Funktion als Verein für die Beförderung der Nationalindustrie auch allgemein gewerbefördernde Aufgaben übernehmen. Dieses Vorhaben wurde so nie realisiert. Seine Erfüllung wurde aber mit der Gründung des Niederösterreichischen Gewerbevereins 1839 von dieser Institution übernommen. Die organisatorische Umsetzung dieses Aufgabenportfolios erfolgte durch eine zweistufige Gliederung einer zweijährigen Realschule, die primär der Studienvorbereitung diente, und die kommerzielle sowie die technische Abteilung für die weiterführenden Studien. Die technische Abteilung ist die direkte Vorläuferin der späteren Technischen Hochschule bzw. Universität. Für die größtmögliche Annäherung an das Modell einer Universität sorgte die ungewöhnlich weitgehende formelle und rechtliche Gleichstellung von Professoren und Studenten mit Mitgliedern von Universitäten, was sich für die Professoren zum Beispiel im Gehaltsschema und dem Recht zum Tragen einer Dienstuniform niederschlug. Für die Studenten in der Befreiung vom Militärdienst bei guter Verwendung und Sittlichkeit. Veranschaulicht man sich die Vielfalt der Aufgaben, die Prechtl dem Institut zugedachte, kommt man nicht umhin, Parallelen zur Gegenwart zu ziehen. Unsere Begriffe sind teilweise andere. Berücksichtigt man jedoch den historischen Kontext, spricht Prechtl von Forschung, von Lehre, im weitesten Sinne von Innovation, aber auch von Responsible Science oder Citizen Science als Aufgaben der Universität bzw. des Polytechnikums. Seine Idee von Ausbildung steht dem damals ebenfalls sehr jungen Universitätskonzept von Alexander von Humboldt gegenüber, dessen Hauptsäulen die enge Verbindung von Forschung und Lehre, freie Wissenschaft um ihrer Selbstwillen und Persönlichkeitsformung waren. Gerade vor dem Hintergrund einer zunehmenden Diskussion über die Ökonomisierung der Universitäten ist diese Diskussion aktuell wie vor 200 Jahren. Und die Auseinandersetzung mit diesem Thema führt unweigerlich zu der Frage nach der Rolle von Universitäten heute und vielleicht noch viel wichtiger in 10 oder 20 Jahren. Werden zukünftig die meisten unserer Universitäten Einrichtungen der Berufsausbildung nach angloamerikanischem Muster sein? Werden sie Orte der Spitzenforschung für die Versorgung der Industrie mit neuen Innovationen sein oder bleiben Bildung und Persönlichkeitsentwicklung erklärtes Ausbildungsziel? Gibt es Letzteres überhaupt noch? Welche Zielgruppen wird Bildung oder Ausbildung erreichen? Geht es um Massenausbildung oder um Eliten? Daran schließt sich natürlich auch sofort die Frage nach der Differenzierung im tertiären Sektor an, die gerade in Österreich von besonderer Brisanz ist, weil statt die Stärken der einzelnen Elemente des Systems zu fördern, eher die Tendenz zur Gleichmacherei besteht, was tendenziell auf allen Ebenen zu einer Nivellierung nach unten führen muss. Diese grundsätzlichen Überlegungen, deren Zielsetzungen sich zumindest teilweise, wenn nicht ganz gegenseitig ausschließen, bilden aktuell die Anforderungen, die Gesellschaft und Politik an österreichische Universitäten stellen. Eine so nicht lösbare Aufgabe. In einer Zeit, in der Bildung in großen Teilen der Welt als Ware verstanden wird, stellt sich die Frage nach der Relevanz und auch nach der Gültigkeit der Humboldtschen Vorstellung von Bildung. Humboldt postuliert, dass Wissenschaft Bildung ermöglichen soll, die der gesellschaftlichen Entwicklung dient. Daraus leitet sich für die Universitäten die Aufgabe ab, durch die Bildung des Einzelnen die Gesellschaft weiterzuentwickeln. Dem steht ein Bildungsverständnis gegenüber, das Ende des 19. Jahrhunderts einer der Väter des atlantischen Bildungsverständnisses, John Locke, folgendermaßen beschreibt. Die Bildung zum Gentleman erfolgt in vier Dimensionen, der Tugend, der Lebensklugheit, der Lebensart und den Kenntnissen. Der in diesem Sinne Gebildete verhält sich standesgemäß und ist insofern nützlich. Unser erster Zielkonflikt besteht also in der Frage, worin unsere vornehmliche Aufgabe besteht. Durch Wissenschaft Bildung zu vermitteln, das heißt forschungsgeleitete Lehre zu betreiben oder junge Menschen berufsfähig zu machen. Wenn wir forschungsgeleitete Lehre als unser erklärtes Ziel betrachten, setzt dies selbstverständlich voraus, dass Forschung integraler Bestandteil des Selbstverständnisses der Universität ist. Für uns ist das selbstverständlich. International ist dies jedoch nicht der Normalfall. In den USA
mit denen wir in Rankings immer gern verglichen werden, stehen zum Beispiel 100 Research Universities, ca. 4.800 Universities und Colleges gegenüber, deren Aufgabe im Wesentlichen in Ausbildung besteht. Ein dritter Aspekt, der uns in diesem Zusammenhang beschäftigen sollte, ist die Entwicklung der Studierendenzahlen. Weltweit haben sich die Studierendenzahlen zwischen 1960 und 2000 mehr als versiebenfacht. Im Moment geht man von ca. 164 Millionen inskribierten Studierenden aus. In Österreich ist die Zahl der inskribierten Studierenden zwischen 2004 und 2014 um 42% gestiegen, an der TU Wien im gleichen Zeitraum um 66%. Warum müssen wir auch diese Entwicklung im Auge behalten? Wenn wir über forschungsgeleitete Lehre sprechen, stellt sich natürlich die Frage nach den Ressourcen bzw. der Ressourcenteilung, und diese ist essentiell. Ein Schlagwort der letzten Monate ist, besonders motiviert durch die Initiative Gründerland Österreich des BMWFW, die Entrepreneurial University. Wir glauben zu wissen, was wir damit meinen. Eine Universität, die unternehmerischen Geist fordert und fördert. Unternehmerischer Geist orientiert sich am Markt. Werden wir damit zur marktorientierten Universität? Und ist marktorientierte Universität mit unseren Bildungsvorstellungen vereinbar? Wird die Universität zur marktorientierten Universität, wird Innovationsforschung verlangt und Grundlagenforschung nur in dem Maße, wie sie genau für diese innovativen Grundlagen zu schaffen verspricht. Es ändert sich damit auch das Bildungsziel, welches eher in Richtung Ausbildung und Beruf tendiert. Das ist nicht vereinbar mit dem Begriff der forschungsgeleiteten Lehre. Trotzdem ist der Druck weg von Bildung in Richtung Ausbildung national und international immens. Denken Sie an die Umsetzung des Bologna-Prozesses und die damit zusammenhängenden Standardisierungen von Curricula, aber auch an Fragen der Internationalität der Lehrinhalte bis hin zu den Massive Open Online Courses, den MOOCs. Je nachdem, ob Bildung oder Ausbildung vermittelt wird, ist auch der Hochschulzugang unterschiedlich zu bewerten. In der Vergangenheit stellte sich die Frage nach einer Selektion bei uns nicht, weil die Matura jedem und jeder das Recht zu studieren gab. Probleme entstehen aber überall dort, wo die institutionellen Ressourcen nicht mehr ausreichen, und das ist mittlerweile in Österreich in vielen Studienrichtungen der Fall. Autonomie und akademische Freiheit sind die Voraussetzung dafür, dass sich Forschung und forschungsgeleitete Lehre ausschließlich an der Logik der Wissenschaft orientieren. Andersherum ausgedrückt, wenn die Forschung und ihre Lehre dem Einzelnen dienen, kann es keine wirkliche Autonomie der Universität und nur eine eingeschränkte akademische Freiheit geben. Die Relation zum Innovationsbegriff ist bereits angeklungen. Wir haben einerseits die risikoreiche, zweckfreie Grundlagenforschung mit einer hohen Innovationstiefe und andererseits die zweckorientierte Innovationsforschung und dazwischen jede Form von Übergang. An dieser Stelle muss man die Frage stellen, ob technische Universitäten Bildungs- oder Ausbildungseinrichtungen sind, und diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Die TUs in Österreich verstehen sich als Forschungsuniversitäten. Wenn man sich den Beginn des Wiener Polytechnischen Instituts anschaut, muss man ganz nüchtern feststellen, damals war das Ziel Ausbildung. Eigene Forschungszweige haben sich erst im Laufe der Jahre entwickelt und deren Anerkennung dauerte bis ins Jahr 1904 und war offensichtlich ein langwieriger Prozess. Mit dem Promotionsrecht 1901 war die Bresche geschlagen und die entscheidende akademische Hürde genommen. Die nahezu formelle Gleichstellung mit den Universitäten war aber erst 1904 mit dem Erlaubnis zum Tragen einer Rektorskette seit 1900 frei und dem Tragen des Titels Magnifizenz für den Rektor abgeschlossen. Doch zurück zur Gegenwart. Zumindest die technischen Universitäten waren denn heute auf einem schmalen Grat. In Europa hat sich bereits mit der 2020-Wirtschaftsstrategie, die sich nahezu 1:1 im Forschungsprogramm Horizon 2020 abbildet, in den TUs eine Strategieentwicklung abgezeichnet, die sich im Dreieck zwischen Lehre, Forschung und Innovation ansiedelt. Das gilt auch für die TU Wien. Das sogenannte Wissensdreieck stellt Forschung, Lehre und Innovation auf eine Stufe. Die Aufgaben der Universität sind nicht mehr auf ihre klassischen Aufgaben Wissenschaft und Bildung beschränkt. Der schmale Grat für uns besteht nun darin,
Auch unter teilweise restriktiven finanziellen Rahmenbedingungen genügend Freiraum für freie Grundlagenforschung zu erhalten. Als TU werden wir immer eine Zwischenstellung zwischen dem idealen humanistischen Bildungsziel und der marktorientierten Universität einnehmen. An der TU Wien haben wir in den letzten 10 Jahren die Forschungsfreiräume für die Grundlagenforschung Schritt für Schritt ausgebaut. Beispiele dafür sind die ausgewogene Forschungsmittelverteilung von Grundlagenforschung, geförderter kooperativer Forschung und Auftragsforschung und die 15 ERC-Grants aus allen 5 Forschungsschwerpunkten, die wir aktuell hosten dürfen. Wir setzen aber auch eine Strategie um, die auf Wertschöpfungsketten im Haus abzielt. Diese haben in den letzten Jahren in einigen Forschungsgebieten entwickelt und etabliert. Wir sehen eine unserer wichtigsten Leistungen für die Gesellschaft neben der Bildung im Technologietransfer, im Leisten von Beiträgen zur Innovation, wobei wir uns am Anfang der Wertschöpfungskette positionieren. Die eigentliche Innovation im Sinne von Umsetzung passiert außerhalb der Universität. Technische Universität heute, das ist Technik für Menschen im wortwörtlichen und im übertragenen Sinn. Wir nehmen Verantwortung wahr. Technik ist kein Selbstzweck, sondern Beitrag zur Lösung der Big Challenges. Dafür arbeiten wir. Verantwortung übernehmen bedeutet auch, sich der Diskussion um die Zukunft des eigenen Hauses zu stellen und welcher Anlass ist besser dazu geeignet, eine Vision in die Zukunft zu entwickeln als ein Jubiläum. Retrospektive und Perspektive als duales System zu betrachten, ist naheliegend. Ich kann Ihnen versichern, wenn man sich mit der Geschichte dieses Hauses beschäftigt, hat man das Gefühl, es sei alles schon einmal da gewesen. Ich möchte Ihnen dazu einige wenige, aber signifikante Beispiele geben. Prechtels Lehr- und Lernfreiheit würde heute bedeuten 29.000 Studium Irregulare. Für alle, die sich die uneingeschränkte Einführung dieses Prinzips wieder wünschen. Vorlesungen im Jahr 1815, für die man sich eingeschrieben hatte, mussten regelmäßig besucht werden. War das nicht der Fall, wurde kein Zeugnis ausgestellt. Da es keine Studiengänge gab, war die Summe der Lehrveranstaltungszeugnisse Nachweis für die jeweilige Qualifikation. Die Prüfungsteilnahme war allerdings freiwillig und nur ungefähr ein Drittel der inskribierten Hörer unterzogen sich dieser. Eine eindeutige Parallele zu unserer heutigen Dropout-Diskussion. Frequentationszeugnisse, die bei regelmäßigem Vorlesungsbesuch ausgestellt wurden, waren für Anstellungsverhältnisse in der Wirtschaft ausreichend. Dropouts sozusagen. Bereits vor 150 Jahren beklagten die Professoren des Polytechnischen Instituts mangelhafte Vorkenntnisse, vor allem in den Zeichenfächern und, man höre und staune, in der Elementarmathematik. Bereits 2 Jahre nach dem Einzug in das neue Institutsgebäude war es schon wieder zu klein. Der Bedarf nach baulichen Erweiterungen hat de facto bis heute angehalten und ist bis 2018 Gegenstand des größten räumlichen Reorganisationsprojektes, das dieses Haus hier gesehen hat. Gestatten Sie mir an dieser Stelle noch einen kurzen geschichtlichen Ausflug in eine ganz andere Richtung. Fast 150 Jahre, aber nicht als Mangelerscheinung wie fehlender Raum, sondern als permanenter Mehrwert, dauert die enge Verbindung mit der heute österreichischen, damals kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, die von ihrer Gründung im Jahr 1847 weg für 10 Jahre entsprechende Räume im Polytechnischen Institut zugewiesen bekam. Unter den ersten vom Kaiser selbst ernannten Mitgliedern war auch eine Reihe von Professoren des Polytechnikums. Dies ist umso bemerkenswerter, als in dieser Zeit die Wissenschaftlichkeit der technischen Fächer durchaus angezweifelt wurde, was sich zum Beispiel im nicht vorhandenen Promotionsrecht ausdrückte. Nach diesem letzten Ausflug in die Vergangenheit möchte ich mich der Zukunft zuwenden. Vision 2025 Plus ist ein Prozess, den wir in diesem Jahr gestartet haben, um fakultätsübergreifend ein Bild zu entwickeln, wie wir in Zukunft forschen, lehren und studieren wollen und daraus abgeleitet, wo die TU Wien in 10 Jahren stehen soll. Dieser Diskussionsprozess hat sich zu einem wichtigen strategischen Instrument zum Abbau von Schranken zwischen den Fakultäten entwickelt und ist damit auch ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der Forschungsstrategie der TU Wien. Um im internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe bestehen zu können,
braucht es ein attraktives Forschungsumfeld, welches sowohl die Menschen als auch die Infrastruktur im weitesten Sinne umfasst. Hier setzt das zentrale Ergebnis des Prozesses TU Wien Vision 2025 Plus ein, das in einem breiten Bekenntnis zur Positionierung der Universität im nationalen und im internationalen Kontext als eine im internationalen Wettbewerb von höchsten Maßstäben verpflichtete Forschungsuniversität, die sich an höchsten wissenschaftlichen, technischen und ethischen Grundsätzen orientiert, mündet. Und dieser Qualitätsanspruch an alle Universitätsangehörigen, das heißt nicht nur an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch an die Studierenden, stellt. Wesentliche Elemente dazu sind die Einheit von Forschung und Lehre, eine aktive Personalpolitik sowohl bei der Gewinnung als auch bei der Förderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Diversität hinsichtlich Gender, Herkunft und Kultur. Damit soll sich die Universität in einen Ort der Begegnung des kritischen und wertschätzenden Diskurses sowohl intern als auch im Dialog mit der Gesellschaft weiterentwickeln. Unsere Absolventinnen und Absolventen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mehr noch als heute selbstbestimmt, neugierig, kreativ, fundiert ausgebildet und bereit, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Die Basis für diese Entwicklung ist ein 200 Jahre altes Fundament, welches von Beginn an auf den Säulen Lehre, Forschung und Innovation ruht. Wir laden alle Partner und Freunde ein, mit uns gemeinsam die ersten Schritte für weitere 200 erfolgreiche Jahre zu gehen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Hohe Festgesellschaft. Durch die akademische Feier wird uns Frau Diplom-Ingenieur Bianca Ullmann führen, die ich Sie bitte ganz herzlich zu begrüßen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich. Vielen Dank. Also ich habe mir nicht gedacht, dass ich heute auch noch was dazulernen kann, aber diese geschichtliche Zusammenfassung war sehr spannend. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich als Angehörige der TU Wien den Tag hier so aktiv mitmachen kann und verbringen kann. Und es ist mir eine Ehre, dass ich Sie durch diesen Festakt begleiten darf. Ich möchte sogleich mit einem Grußwort beginnen, das an die TU Wien gerichtet ist. Und zwar von Carlos Moedas, EU-Kommissar für Forschung, Wissenschaft und Innovation. Er lässt die TU Wien mit den folgenden Worten ganz herzlich grüßen. Congratulations to TU Wien on 200 years of scientific excellence and technology for people. I'm delighted that you're focusing your vision 2025 plus on diversity and openness, the pathway to innovation in the 21st century and the center of my strategic priorities for European research, science and innovation. Danke für diesen Gruß. Schreiten wir nun zu einem Punkt, an dem Technik und Musik verschmelzen, der Festouvertüre. Ich würde gerne noch ein paar einleitende Worte dazu sagen. Das Orchester der TU Wien schrieb anlässlich des Jubiläums einen Wettbewerb für eine Komposition für großes Orchester und Trombosonik aus. Falls Sie nicht wissen, was Trombosonik ist, ich habe es auch nicht gewusst, ich habe mich erkundigt und darf kurz erklären, das ist ein Musikinstrument. Und dieses Musikinstrument wandelt im Prinzip die Bewegungen des Spielers durch einen Beschleunigungssensor, durch einen Ultraschallsensor, durch einen Thermistor und einigen anderen elektronischen Komponenten in akustische Signale um. Dieses Instrument oder bewegungsgesteuerter Synthesizer wurde hier an der TU Wien entwickelt und zwar vom Herrn Oliver Hödel. Der Wettbewerb stand allen Komponistinnen und Komponisten
offen und eine Jury entschied darüber, wer als Sieger gekürt werden soll. Diese Jury bestand aus dem Dirigenten des TU-Orchesters, dem Solisten Oliver Hödel, einem Repräsentanten des TU-Orchesters sowie zwei Professoren des Instituts für Komposition und Elektroakustik der Universität für Musik und Darstellende Kunst. Und der Sieger ist die akademische Festouvertüre für Trombosonik und Symphonieorchester von Dietmar Hellmich. Aufgrund der Orchestergröße, also das Orchester hätte da nicht reingepasst, wurde das Stück vorab aufgezeichnet. Live kann es dann im Programm der Semesterkonzerte des TU-Orchesters gesehen werden. Wir hören somit nun die Erstaufführung eines Konzeptstücks, das ich mit den Worten des Komponisten einleiten darf. Eine akademische Festouvertüre für eine 200 Jahre alte Institution des Fortschritts, Brahms the Progressive nach Schönberg, durch ein neues digitales TU-Musikinstrument gebeamt, 106 Jahre nachdem das Sterbehaus von Brahms einem Zubau der Technischen Universität weichen musste. Der unerbittliche Beginn der ersten Sinfonie, remixed im Orchester, spricht im Raumschiff-Kuppelsaal mit seinem Star Trek-Wiedergänger. Thank you.
Danke für diese innovative Verbindung von Kreativität in der Technik und in der Musik. Sehr interessant. Ich darf nun den Herrn Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Reinhold Mitterlehner, auf das Podium bitten und er wird ein paar Worte an uns richten. Vielen Dank, herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Rektorin Seidler, geschätzte Rektorinnen und Rektoren der anderen Universitäten, hohe Festversammlung. Eigentlich nach den Ausführungen der Frau Rektorin müsste ich auch sagen, nachdem ich annehme, alle Herren werden die vier Stufen zum Gentleman schon durchlaufen haben. Ladies and Gentlemen, ich freue mich, heute bei Ihnen Gast sein zu dürfen und darf auch an einen zweiten Punkt anknüpfen. Frau Rektorin, Sie haben recht, auch ich habe bei Studium jetzt der Geschichte der Technischen Universität den Eindruck gehabt, alle Ideen, alle Probleme, alle Herausforderungen wiederholen sich. Und das bis in die heutige Zeit. Und ich möchte auch den Bogen spannen von der Gründungsidee bis zu dem, was uns heute auch noch bewegt. Ich möchte aber als heutiger Leiter der Studienhofkommission und damit verantwortlicher Wissenschaftsminister zuallererst Ihnen wirklich sehr herzlich gratulieren, allen voran Ihnen, Frau Rektorin Seidler, aber auch allen Mitgliedern des Senats, des Universitätsrates, der Hochschülerinnenschaft, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz, ganz herzlich gratulieren zum 200-Jahr-Jubiläum und möchte auch wirklich alles Gute für die Zukunft wünschen. Es ist für mich dieses Jubiläum wie für viele von Ihnen der Endpunkt eines Jubiläumsjahres. Ich habe die Gelegenheit und Möglichkeit gehabt, mit der Universität Wien, der Veterinärmedizinischen Universität, der Donau-Universität Krems und rund vor einem Monat mit der Montanuniversität in Leoben die Festakte verbringen zu dürfen. Dennoch war die Technische Universität eigentlich die erste Universität, die sich in den Reigen der ganzen Jubiläen gemeldet hat, unter Anführungszeichen, und zwar akustisch, im Rahmen des Neujahrskonzertes. Und weiß nicht, ob jetzt auch der akustische Synthesizer, der elektronische, es schaffen wird, bei den Philharmonikern in Verwendung zu kommen. Aber eines ist Ihnen vielleicht bei der Gelegenheit noch in Erinnerung, denn die Balletteinlagen standen zu Ehren der Technischen Universität mit Musikstücken in Verbindung, mit folgenden Bezeichnungen wie Akzelerationen, elektromagnetische Polka, Polka mit Dampf. Und das war das Programm und der Technikbezug hat vielleicht im ersten Moment verwundert, aber man muss dazu wissen, dass die Komponisten Johann Strauss Sohn und Eduard Strauss ehemalige Studierende dieser Universität waren. Die beiden Stücke von Johann Strauss Sohn wurden sogar am Technikerball aufgeführt, uraufgeführt nämlich, und die Schnellpolka mit Dampf von Eduard Strauss widmet sich nicht nur einer der größten Erfindungen der Industrialisierung, sondern knüpft nahtlos an einen weiteren berühmten Sohn der TU an. Johann von Radinger hat sich mit Dampfmaschinen beschäftigt und seine Methode der Schwungradberechnung ist Basis für Fahrzeugantriebe sowie andere Maschinen der modernen Technik. Zudem, auch wiederum die dritte Anknüpfung, ist er einer der Amtsvorgänger der heutigen Rektorin und auch Stifter der Rektorskette der TU und quasi heute präsent. Nicht gewusst, dass das erst seit 1904 erlaubt ist. Der erste wirkliche Rektor, und das ist angesprochen worden, und dazumals lautete die Bezeichnung noch Direktor bei Johann Josef Brechtl. Und Kaiser Franz I. von Österreich ließ ein Gutachten und Konzept für die Errichtung eines, wie schon erwähnten, polytechnischen Instituts machen, nicht einer technischen Hochschule oder Universität. Und das wurde heute genau auf den Tag vor 200 Jahren feierlich eröffnet. In dem Zusammenhang muss man auch bemerken, eigentlich haben wir das Jahr 1815 in Erinnerung mit dem Wiener Kongress verbunden, zumindest also wenn die ersten Assoziationen stattfinden.
Und man muss sich aber in die Zeit zurückversetzen, wenn man da einiges drüber liest, dann merkt man, das war nicht nur eine Zeit der Bälle, wo also die Verhandler getanzt haben, sondern eine Zeit der Entbehrungen. Unter anderem ist mir aufgefallen, die Republik stand 1809 vor dem faktischen, Republik, die Monarchie, vor dem faktischen, bei der Republik, möchte nicht drüber diskutieren. Wie gesagt, alles könnte sich wiederholen, das nicht. Und es hat sich dann nämlich 1809 angedeutet, aber tatsächlich 1811 und 1816 wirklich ereignet. Also solche Dinge treffen nicht nur Griechenland, sondern haben auch uns getroffen. Und in dem Zusammenhang, und das jetzt auch Verbindung zu heute, findet was statt? Immer auch eine Anstrengung zum Neudurchstarten, zur Umstrukturierung. Da muss man sich vor Augen halten, zu dem Zeitpunkt ist die industrielle Revolution die erste schon voll im Gang gewesen, war vieles schon erfunden, die Engländer und die Franzosen und andere uns weit voraus. Die Monarchie, eine Art feudaler Agrarstaat, und man hat alles daran gesetzt, um hier die entsprechende Umstrukturierung auch in die Wege zu leiten. Und das war nur möglich in einem Bündnis von Politik, also der damals eben verantwortlichen Wirtschaft und Wissenschaft. Und treffen Sie die Ableitung in Richtung heute. Ich glaube, viele Probleme wie auch die Migrationsproblematik lassen sich nur durch gemeinsames Vorgehen lösen und auch dadurch, dass man nicht nur die Probleme, sondern auch die Chancen erkennt, wie man dazu meist das wahrgenommen hat. Also Anerkennung und Bewunderung, dass man dazu meist diese Entscheidung getroffen hat. Und ich habe es erwähnt, es war im Prinzip die Herausforderung, den anderen im Wettbewerb auch zumindest nachzukommen, um sie eventuell auch sogar einzuholen und zu überholen. Und der damalige Rektor Johann Josef Brechtl hat in seiner Antrittsrede bei der ersten Eröffnung der Vorlesungen, die Vorlesung gehalten und dabei gesagt, das Polytechnische Institut, Zitat Beginn, für die Fortschritte der Gewerbsindustrie und des Handels, für die Verbreitung nötiger und nützlicher Kenntnisse, welche die Produkte des Landes veredeln und seinen Wohlstand vervielfältigen sollen. Zitat Ende. Im Endeffekt auch das können Sie in die heutige Zeit ansatzlos übertragen. Er war auch, was die Gründungsstruktur anbelangt, durchaus mit uns vergleichbar, nämlich mit den Anforderungen von heute. Das Polytechnische Institut hatte von Beginn an ein klares Profil und vom Gesetzgeber klar definierte Aufgaben. Das würde ich heute weniger unterstreichen, nachdem wir seit 2002 die Autonomie klar definiert haben im Gesetz, im Universitätsgesetz 2002. Aber es gab zwei Abteilungen, nämlich die kommerzielle Abteilung mit den Handelswissenschaften und die andere Abteilung, die technische Abteilung. In dieser Abteilung war Chemie, Physik, Maschinenlehre und Bauwesen verankert, also eine recht klare, aber auch kleine, überschaubare Struktur. Heute würde man es wie nennen, würde glaube ich sagen, Kernkompetenzen. Und auch 200 Jahre später sind die Universitäten aufgefordert, ihr Profil zu schärfen und sich auf ihre Stärken und Kernkompetenzen zu konzentrieren. Die Technische Universität hat dies getan, indem sie, es auch schon angesprochen worden, 5 Forschungsschwerpunkte definiert hat, die fakultätsübergreifend und somit interdisziplinär bearbeitet werden. Auch Brechtl war überzeugt, dass Interdisziplinarität wichtig ist, auch wenn auch in kleineren Umfang als heute notwendig, wo wir globale Herausforderungen haben. Ich zitiere, Zitat Beginn, durch die wechselseitigen Kombinationen der Lehrgegenstände der kommerziellen und technischen Abteilung entstehen sehr verschiedene, einem sehr mannigfaltigen Bedürfnisse entsprechende Lehrkurse. Also durchaus ein Ansatz, der von der damaligen Betrachtung her, würde ich sagen, einfach auch für heute noch gilt. Es war auch ein zweiter Ansatz, der aus meiner Sicht bemerkenswert war und ist. Brechtl war sich auch bewusst, dass ein neues Institut nicht losgelöst von der Gesellschaft existiert und existieren kann. Er kündigte daher schon damals an, in den Ferienmonaten öffentliche Ausstellungen abzuhalten und ein Journal herauszugeben, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu befriedigen und den Fleiß und die Verwendung der Lehrer zu bewähren. Wir reden heute davon, dass die dritte Mission die Aufgabe sein sollte und haben sollte, das auch der Gesellschaft zu erklären, was eine Universität tut, aber nicht nur, was sie tut, sondern
im Sinne auch der Erdverantwortung Verantwortung zu übernehmen, was Forschung anbelangt. Wir haben das auch in die heutige Zeit durchaus transformieren können. Die Technische Universität erfüllt diesen Auftrag der dritten Komponente, der dritten Mission hervorragend. Nur ein Beispiel: Vertreterinnen und Vertreter der Technischen Universität haben beim traditionellen Tag der offenen Tür am 26. Oktober bei uns am Minoritenplatz Besucherinnen und Besuchern Jump into the Future, einen virtuellen Fallschirmsprung vorgeführt und ermöglicht. Und bei diesen Veranstaltungen von der Kinderuni bis zum Studenten-Racing-Team die Verbindung mit der Gesellschaft, aber auch das Interesse und die Anregung, sich vielleicht dem Studium widmen zu können, durchaus angesprochen. Kaum eine Universität lebt ihren Leitsatz, so wie die TU, mit Technik für Menschen. Das war auch bei der Gala-Vorstellung vor einigen Monaten für uns alle erlebbar, wie wir beispielsweise einen Pflegeroboter namens Hobbit in Aktion gesehen haben, der schon den Eindruck erweckt hat, dass man da in der Entwicklung zwar noch nicht am Ende angelangt ist, aber dass uns das allen irgendwann einmal, was die Altersentwicklung anbelangt, Nutz bringen könnte. Ich habe aber auch gesehen, dass die globalen Probleme, wir diskutieren ja auch genau diese Verantwortungsdimension einer gesellschaftsorientierten Universität, dass gerade was Nachhaltigkeit anbelangt, was Umweltverschmutzung anbelangt, was Ressourcenknappheit anbelangt, Mobilität, die Technische Universität führend ist und auch für die Gesellschaft ganz wertvolle Impulse gibt. Ich möchte nicht auf die von der Frau Rektorin angesprochene generelle Diskussion eingehen, wie die Freiheit der Wissenschaft, forschungsgeleitete Lehre, andere Entwicklungen zu definieren, zu diskutieren sind. Wir haben das gestern beispielsweise im Wissenschaftsrat gemacht, wo eine sehr spannende, interessante Diskussion ausgehend vom Staatsgrundgesetz 1867 bis zu neuen Anforderungen. Aber im Endeffekt ist, glaube ich, die Diskussion auch hier und heute nicht zu beenden, auch nicht zu klären. Ich glaube, spannungs- und auch jetzt in einem Widerspruchsfeld befindliche Diskussion und Diskurs könnte uns durchaus weiterbringen. In dem Zusammenhang aber doch ein Punkt, wohin gehen wir? Und wir glauben, dass wir in einer Wissensgesellschaft sind. Und nicht nur glauben, sondern es ist ein Wissensbestandteil schon, dass wir uns in der befinden, in einem enormen internationalen Wettbewerb. Und im Endeffekt sind wir, wenn wir die Gründung mit der ersten Revolution, industriellen Revolution verbinden, mittlerweile bei der vierten industriellen angelangt. Also die erste war praktisch die mechanische Produktion, getrieben von der Idee, mit Dampf und Wasser hier die Produktion zu verbessern, Webstuhl und anderes. Dann in etwa habe ich in Erinnerung im Jahr 1870 war dann die erste Massenproduktion in Chicago in einem Schlachthaus, arbeitsteilige Produktion und Produktionsverfahren, die dann auch entsprechend Aufnahme in anderen Ländern gefunden haben und Anwendung, was intensive Arbeitsplatzdiskussionen ausgelöst hat. Dann haben wir um 1970 die dritte industrielle Revolution gehabt, Elektronik und in dem Zusammenhang auch Internet und anderes mehr hat sich entwickelt und mittlerweile reden wir von der vierten industriellen Revolution. Aber ganz ehrlich, meine Damen und Herren, eigentlich brauchen wir nicht von der vierten industriellen Revolution reden, sondern das Internet der Dinge eröffnet uns Möglichkeiten, die wir noch gar nicht abschätzen können. Wir wissen, dass in etwa 50% der Arbeitsplätze nicht weniger werden. Die Angst ist zwar da, aber anders ausschauen werden und im Endeffekt ganz andere Wertschöpfungsprozesse, aber überhaupt darüber hinaus auch Geschäftsmodelle entstehen. Sie nur daran denken, wenn wir von der industriellen Produktion weggehend, kann man heute vom Hotel über Taxibetrieb alles eigentlich ohne professionelle Betreiber über Internet organisieren und alles ausschalten und anderes neu entwickeln. Also hier sind ungeahnte Möglichkeiten, die uns eigentlich könnten wir 4.0 generell Bildung, Wissenschaft dazuschreiben, die uns vor ganz neue Herausforderungen stellen werden. Und in dem Zusammenhang glaube ich, dass gerade die Technische Universität, wir haben beim Galaabend erlebt, wie Professor Sinn und andere vorgeführt haben, unter anderem diesen Aspekt, was das für Auswirkungen auf die Automatisierung, auf die Produktion und anderes haben könnte, glauben wir oder bin ich sicher, dass wir hier noch viele Notwendigkeiten, noch viele
in der Diskussion, aber auch Unterstützung kriegen werden durch die Technische Universität. Auch die Frage ist angesprochen worden, sind wir jetzt für Ausbildung oder für Bildung zuständig? An sich im Gesetz klar geklärt, nicht für Ausbildung, aber die Industrie nimmt gerne die Absolventen, die sich der Wissenschaft widmen sollen und eine gute Ausbildung haben, auch in ihrem Bereich auf. Ich habe gesehen, bei 90 Leitbetrieben fehlen immer noch Leute, die sogenannte MINT-Absolventen sind. Also hier haben wir Bedarf, Bedarf, Bedarf und auf der anderen Seite die Notwendigkeit der Zusammenarbeit. In dem Sinne möchte ich auch schon schließen, meine Damen und Herren. Sie haben bemerkt, im Endeffekt ist Wirtschaft, Wissenschaft, auch der gesamte Prozess, der hier angesprochen worden ist, der Innovation, ist kein linearer Prozess. Ja, viele glauben immer, Grundlagenforschung, dann die angewandte Forschung, dann die Anwendung in den Betrieben. Mittlerweile haben die meisten schon gecheckt, es ist nicht mehr linear, eins hinter dem anderen, sondern gleichzeitig rollierend. Daher die Diskussion ist eigentlich rein theoretisch, egal wie auch immer, wir werden sie noch in der Öffentlichkeit führen. Ich wünsche, und da ist mir auch aufgefallen, gerade haben Sie vielleicht den Film Zurück in die Zukunft mitverfolgt und dann hat Verkehrsministerium eine Anleitung dann für den Gebrauch dieses Hoverboards auch schon gemacht. Ich nehme an, dass wir heute noch von der TU dann die entsprechende Erfindung vorgestellt bekommen oder dass man zumindest ganz sicher schon daran arbeitet und damit einen Beitrag für unsere Zukunft leistet. Der Film heißt zwar Zurück in die Zukunft, das Motto ist Vorwärts in die Zukunft. Und auf diesem Weg in die Zukunft, meine Damen und Herren, wünsche ich der TU uns allen aber gemeinsam, wir können den Erfolg brauchen, den Erfolg und vor allem alles Gute für die nächsten Jahre. Ad multos annos. Vielen Dank für diese Worte. Ich möchte anmerken, das Hoverboard gibt es ja schon, nur ist es nicht auf jedem Boden benutzbar. Also ja, das wäre eher das Ziel. Okay, danke vielmals. Ich darf nun auch Herrn Bundespräsidenten Heinz Fischer ganz herzlich begrüßen. Er wird auch ein paar Worte an uns richten. Herzlich willkommen. Hochgeschätzte Frau Rektorin der Technischen Universität Wien, sehr geehrter Herr Vizekanzler und Wissenschaftsminister, verehrte Gäste aus dem Ausland, meine Damen und Herren. Im amerikanischen Kongress gibt es für Abgeordnete die Möglichkeit, wenn Zeitdruck besteht, ihre Rede beim vorsitzführenden Präsidenten abzugeben, mit der Bitte, sie ins Protokoll einzuverleiben und dann nur ein paar Worte zu sagen. Das ist eine Vorgangsweise, die sich eigentlich nicht eignet für das Jubiläum einer Technischen Universität. Aber erstens ist es eine traurige Tatsache, dass der frühere ungarische Staatspräsident Apad Göncz vor ein paar Tagen verstorben ist und jetzt am frühen Nachmittag sein Begräbnis stattfindet, zu dem ich nicht zu spät kommen darf. Und mein Zeitplan war, an der TU von 10 bis 11 Uhr teilzunehmen. Und zweitens bin ich ja aufgefordert worden, ein paar Worte nur zu sagen. Und diese Aufforderung kommt mir zu Hilfe und mein Manuskript in Reinschrift mit ein paar Einschüben werde ich dann per Post der Frau Rektorin übermitteln. Vielleicht gibt es irgendeine Broschüre oder so etwas, wo das Verwendung findet. Und Aktenordner gibt es auf jeden Fall auch an einer technischen Universität, wo man so etwas ablegen kann. Es ist auffällig, dass wir innerhalb weniger Tage Jubiläum, 200 Jahre Wiener Kongress feiern und 200 Jahre TU Wien. Und wer das als Zufall betrachtet, der irrt sich wahrscheinlich, weil es war tatsächlich so, dass der Wiener Kongress eine lange Periode von Kriegen und totaler Anspannung aller Kräfte auf militärische Fragen und Überlebensfragen
konzentriert hat und erfordert hat, und dass mit dem Ende der Napoleonischen Kriege einerseits eine europäische Friedensordnung erarbeitet wurde in einer langen Konferenz und andererseits das Projekt einer Schule, einer Bildungsanstalt, eines Polytechnikums verwirklicht werden konnte. Und es spricht eben für die Qualität dieses Projektes, wenn man sich anhört, was sich daraus entwickelt hat und was daraus geworden ist. Natürlich ist es auf dem Gebiet der Naturwissenschaften und der technischen Wissenschaften immer ein interessantes Thema, das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Forschung und der ethischen Verantwortung zu beleuchten und darüber nachzudenken. Die Freiheit der Wissenschaft ist im Staatsgrundgesetz verankert, 1867, hat heute noch Gültigkeit, und doch hat sich im Verlaufe der Jahre immer wieder die ganz, ganz heikle Frage gestellt, ob man alles darf, was man kann, und wie man damit umgeht, wenn die Wissenschaft Wege eröffnet, gegen die es aus anderen Gründen, ethischen Gründen, Einwendungen gibt. Und wie man solche Einwendungen ernst nehmen kann, ohne wieder andererseits übers Ziel zu schießen und dann doch die Freiheit der Wissenschaft einzuschränken. Ich glaube, das ist ein Thema, mit dem man sich an einem solchen Jubiläumstag sehr beschäftigen kann. Dann hat es mir immer imponiert und mich immer interessiert, wenn ich die Gelöbnisformel von Promoventen gehört habe, und das hatte ich relativ oft Gelegenheit bei Promotionen super species, dass ein Studierender, wenn er sein akademisches Studium abschließt, mit einem akademischen Grad gelobt, der Wissenschaft zu dienen, ihre Ziele zu fördern und dadurch verantwortlich an der Lösung der Probleme der menschlichen Gesellschaft mitzuwirken. Dieses verantwortliche Mitwirken an der Lösung der Probleme der menschlichen Gesellschaft ist natürlich eine Aufgabe, die weit über das hinausgeht, was man an wissenschaftlichen Rüstzeug lernt. Das ist gesellschaftspolitische Verantwortung und ist trotzdem unabdingbar verbunden mit dem, was ein Wissenschaftler, ein Techniker auch berücksichtigen muss. Und mit diesen Problemen hätte ich mich vielleicht noch ein bisschen länger beschäftigt, aber im Sinne meiner einleitenden Ausführungen bitte ich Sie, mir zu erlauben, abschließend ganz, ganz herzlich der TU Wien zu diesem schönen Jubiläum zu gratulieren. Ich habe meine ersten Kontakte zur TU geknüpft als Jurist, aber in Hochschülerschaftswahlkämpfen 1959, 1961. Dann war eine lange Pause. Dann hatte ich als Wissenschaftsminister in den 80er Jahren mit der TU Wien zu tun. Oder vielleicht hatte auch die TU mit mir zu tun. Ich weiß nicht, von welcher Seite man das betrachten darf. Ich habe in den letzten 11 Jahren viele Male die TU Wien bei feierlichen Promotionen besucht. Der nächste dieser Besuche wird in wenigen Tagen, ich glaube in 11 Tagen, stattfinden. Steht auch genauer drin in meinem Manuskript. Und heute verabschiede ich mich mit herzlichem Dank an die Leistungen des gesamten Lehrkörpers, mit allen guten Wünschen an die Studierenden, mit herzlichen Dank auch an die Studierenden, weil die leisten auch etwas und sogar sehr viel, und wünsche alles Gute für die nächsten 200 Jahre und bitte, mich verabschieden zu dürfen.
Ja, danke vielmals. Natürlich haben wir Verständnis dafür. Wir gehen jetzt nun zu einem Musikstück über, gespielt vom Bläserquintett des TU-Orchesters, und zwar Alexander's Ragtime Band von Irving Berlin. Danke, dass Sie heute bei uns spielen. Es ist sehr auflockernd. Kommen wir nun zum Imagefilm Technik für Menschen. Und dazu möchte ich auch ein paar einleitende Worte sagen. Der Verein der Freunde der Filmakademie Wien schrieb bereits 2014 im Rahmen eines geladenen Wettbewerbs die Erstellung eines Drehbuchs für einen Imagefilm der TU Wien aus. Das Ziel für die TU Wien war es, ein solides Konzept zu erhalten, mit dem man sowohl das interessierte Publikum als auch darüber hinaus die uninteressierte Öffentlichkeit für das Wirken der TU Wien begeistert. Ja, entsprechend dem Motto Technik für Menschen. Geladen für diesen Wettbewerb waren alle ordentlichen Studierenden der Filmakademie Wien, und das Siegerprojekt von Martin Meyer wurde nicht nur im gleichen Jahr beim Galaabend Technik hier im Kuppelsaal präsentiert, sondern konnte auch bis zum darauffolgenden Galaabend 2015 durch ein von ihm erstelltes Filmwerk umgesetzt werden.
Bitte, Film ab. My name is Julia Linnert and I've been studying electrical engineering and information technology for 6 semesters at TU Wien. Even as a child, I was already fascinated by technology, especially by robots. Just like for rhythmic gymnastics, for robotics, you not only need to know the technology, but you also need to have the imagination to create something new. Later, I want to work in medical robotics in order to make life easier for people with physical disabilities. I'm sure that I will reach my goals soon, thanks to the good networking between the TU and the industry. I love to see the big picture and working together with colleagues from different departments. As part of the research focus, energy and environment at the TU Wien, 50 colleagues and 8 different departments have developed this award-winning Plus Energy building, in which we're sitting right now. TU Wien has always proved independence and consistency in its 200 years of existence. That is why we have successfully built the first Plus Energy office building here. And actually, it is the most amazing building in the world. I'm Christoph Ramachan. I'm a research group leader at the Institute of Materials Chemistry. With our research, we want to enable the development of less expensive and more efficient catalysts. The high-performance infrastructure and great service of the university are extremely helpful for our research. Much more important, however, is that we're working together across departmental and disciplinary boundaries. For study and research, teamwork is extremely important, and so far I've only witnessed this kind of open collaboration at TU Wien. It inspires me to work with outstanding people. That's why I decided to change from the private industry to TU Wien. Our research focus is the Internet of Things and cloud computing, and here we deal with smart cities in particular. We publish a lot in this field and create software prototypes, which receive a lot of international attention. I've opted for Vienna because Vienna is a beautiful city, and I appreciate its cultural offerings. My name is Judith Engel. I am project manager of Vienna's Central Station. After studying civil engineering at TU Wien, I've spent a few years working in the field. I then very quickly got the opportunity to take on this great challenge. This has occupied me for about 10 years of my life. It went off smoothly and I'm very proud of what we have achieved here. During my studies, I was able to gather valuable expert knowledge, but also to establish friendships and contacts that still accompany me in my professional life. Danke, das war beeindruckend. Geburtstage sind doch etwas Schönes. Man darf nicht nur in netter Gesellschaft feiern, sondern man darf sich auch etwas wünschen. Und so darf ich nun Denise Schaffer und Andreas Potocek von der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der TU Wien ans Mikrofon bitten mit den Wünschen an die Zukunft. Sehr geehrter Herr Vizekanzler, sehr geehrte Frau Rektorin Seiler, sehr geehrte Magnifizienzen, Hohe Festgesellschaft, ich bin Nini Schaffer und das ist mein Kollege Andreas Potocek. Wir sind Teil des Vorsitzteams der Hochschülerinnen und Hochschülerschaft an der Technischen Universität Wien, kurz HTU. Uns ist die Ehre zuteil geworden, einen Teil dieses Festakts mit einer Rede zu bereichern und stehen hier stellvertretend für die größte Personengruppe an dieser Universität, die Studierenden. 200 Jahre Technische Universität Wien, 200 Jahre Technik für Menschen. Seit 200 Jahren haben Menschen dieser Hochschule Visionen gemeinsam verwirklicht. Und auch wir haben Visionen. Unsere Aufgabe
war es, eine andere Rede Ihnen zu präsentieren, und deswegen möchten wir mit folgenden Bildern unsere Visionen und Wünsche zu unserer Technischen Universität, die unser aller Arbeits- und Lebensmittelpunkt ist, in Form von unterschiedlichen Ebenen darbringen. Kommen wir daher gleich zur ersten Bilderserie, die sich auf die räumliche Ebene bezieht. Die TU Wien hat uns als HTU Räume zugestanden, welche wir den Studierenden als Lernräume zur Verfügung stellen. Aufgrund der stetig wachsenden Studierendenzahlen haben wir jedoch ein Problem mit dem Platzangebot. Wir haben derzeit an den Universitäten nicht ausreichend Hörsaalplätze und Lernräume zur Verfügung, sodass Studierende oft im Stiegenhaus oder am Boden sitzend lernen müssen. Daher haben wir den Wunsch, mehr Möglichkeiten zu schaffen, um uns besser zu entfalten zu können. Auf der zeitlichen Ebene wollen wir uns auf die Vereinbarkeiten von Studium und Familie beziehen. Die HTU hat sich gemeinsam mit der TU im Bereich der Kinderbetreuung bereits sehr stark eingesetzt. So existieren Angebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie auch für Studierende, ihre Kinder zu betreuen. Sowie die TU Grabbelstube, von uns liebevoll Tux genannt, oder der TU Kindergarten, welche sehr stark ausgelastet sind, beide. Gerade junge, aktive Studierende mit Kindern sind finanziellen Belastungen ausgesetzt und müssen gewaltige Hürden auf sich nehmen, um in angemessenen Rahmen studieren zu können. Daher wünschen wir uns von der Gesellschaft Unterstützung bei der Schaffung von weiteren Kinderbetreuungsangeboten. Wir wünschen uns außerdem eine Familienbeihilfe, welche die Lebenslage der Eltern berücksichtigt, um eine bessere Vereinbarkeit von Studium und Familie zu gewährleisten. Auf der Ebene der Mitgestaltung und neuen Ideen wollen wir den Generationenkonflikt beleuchten. Uns ist klar, dass jede Generation mitgestalten möchte. Wir Studierenden wollen jedoch auch unsere Meinung kundtun und aktiv mitgestalten. In den Senaten stellen wir Studierende weniger als ein Viertel der Mandate, obwohl wir die größte Personengruppe an den Universitäten sind. Wir wünschen uns im Senat ein demokratisch ausgeglichenes Verhältnis zwischen Professoren, Studierenden, wissenschaftlichem und allgemeinem Personal. Die mangelnde Mitbestimmung unserer Generation zieht sich durch viele Bereiche bis hinauf zum Nationalrat. Die Verteilung der Mandate im Nationalrat ist in vielerlei Hinsicht suboptimal. Nach der Regierungsbildung 2013 waren nur 20 Personen unter 40 Jahre alt, wobei davon nur 2 unter 30 waren. Diese Unstimmigkeiten führen dazu, dass eine Generation über die anderen hinweg bestimmen kann. Das am Beispiel der Pensionen besonders anschaulich ist. Viele unserer Generation haben sich bereits damit abgefunden, dass sie vermutlich keine Pension bekommen werden, von welcher man sich selbst erhalten kann. Daher wünschen wir uns in erster Linie eine gaußsche Normalverteilung mit einem Median von 45, um eine zukunftsweisende Mischung aus Erfahrung und Innovationsgeist zu erreichen. Außerdem wünschen wir uns, dass die politischen Akteure sich auch trauen, unliebsame, aber nachhaltige Entscheidungen zu treffen und nicht nur an die nächste Wahl denken. Danke vielmals. Die Ebene der Bildung ist gerade für eine Universität ein großes Thema. Um Ihnen den Unistart zu erleichtern, bietet die TU viele Auffrischungskurse für Erstsemestrige an. In vielen Universitäten finden sogar bereits Vorstudienkurse statt, um auf Einstiegstests vorzubereiten. Diese Vorbereitungs- und Auffrischungskurse sowie Einstiegstests wären jedoch gar nicht notwendig, wenn die Matura als das angesehen werden würde, was sie ja eigentlich ist, die Erlangung der allgemeinen Universitätsreife und damit als Zulassungsvoraussetzung zur Universität. Wir wünschen uns daher, dass die Lehrqualität in Schulen verbessert wird, sowie mehr qualitative Vorinformationen und Orientierung für Schülerinnen und Schüler geschaffen wird, um die Wahlfreiheit der angehenden Studierenden zu gewährleisten und gleichzeitig den Zeitverlust durch Studienwechseln zu vermindern. Die Ebene der Bildung hat auch einen anderen Aspekt. Absolventinnen und Absolventen sowie Studierende der TU Wien werden von sekundären Bildungsstätten, im Speziellen technische, als Lehrkräfte angefragt, unabhängig davon, ob sie eine didaktische Vorbildung haben oder nicht. Wir wünschen uns daher die Errichtung von Lehramtsstudien an der TU Wien, um unseren Studierenden pädagogische und didaktische Fähigkeiten vermitteln zu können und unserem Leitspruch Technik für Menschen gerecht zu werden. Auf der ökonomischen Ebene werben Forschende und Lehrende zusätzlich zur Bundesfinanzierung, die natürlich auch gerne mehr sein könnte,
Drittmittel ein. Durch die Neufassung des Universitätsgesetzes und dadurch vereinfachte Berufungsverfahren wird das Betreuungsverhältnis am Papier verbessert. Wir schlagen zusätzlich vor, dass sich das Betreuungsverhältnis in seiner Qualität und Quantität verbessern muss und dass die Regierung dem Beschluss des Nationalrats von 2009 nachkommt und die Universitäten adäquat finanziert. Die Ebene der Entfaltung, um es mit Immanuel Kant zu sagen, ist die Wissensbildung, die Menschwerdung. Stellen Sie sich eine Studentin vor, welche vielleicht gut in der Schule war und nach der Matura in die Uni startet. Dort trifft sie auf neue Systeme und Strukturen, wird aufgefordert, sich selbstständig und um ihre Einschreibung, den Lehrveranstaltungszeitplan, die Übungs- und Prüfungsanmeldung sowie auch um einen Nebenjob zu kümmern. Sie muss trotz aller Widrigkeiten, den ihr der Status als Studentin mitbringt, Ausdauer, Leistungsfähigkeit und Stressresistenz beweisen, lernt durch Praktika die wissenschaftliche Arbeit kennen und beginnt, Arbeitsgruppen bei diversen Projekten zu unterstützen, während sie sich mit einem unterbezahlten Job selbst erhalten muss. In dieser Phase der Menschwerdung erweitert sie ihren Horizont, saugt Wissen auf und lernt neue Menschen kennen, um lernt und muss sich dann vielleicht noch mit dem Gesellschaftsbild der faulen Studierenden herumschlagen. Daher wünschen wir uns die Anerkennung der jungen Menschen, die den Weg eines Studiums einschlagen und diesen noch aktiv gehen und dabei auf einen sicheren Lohn verzichten, um Know-how und Wissen für unsere Wissensgesellschaft zu generieren, weiterzugeben oder im Standort Österreich zum Vorteil von uns allen einzusetzen, durch beispielsweise neue technische Entwicklung von Methoden oder von Medikamenten. Denn der Bedarf an neuen Entwicklungen ist ständig da. Wien wird in seiner Bevölkerungsanzahl immer weiter wachsen. Und der Platzbedarf wird auch weiterhin nicht nur an den Universitäten größer werden und der Energiebedarf und die Schadstoffproduktion werden stetig steigern. Die TU Wien beschäftigt sich bereits viel mit Nachhaltigkeit. Den Dr. Ernst Fehrer Preis 2014 hat der Chemiker Michael Schön für die Entwicklung von Verfahren zur Erstellung von Biotreibstoffen und Biokunststoffen aus Bioreststoffen gewonnen. Neben diesem Vorzeigeprojekt möchten wir außerdem die Eröffnung des größten Plus-Energie-Bürohauses in Österreich am Campus Kreteidemarkt hervorheben, das kürzlich mit dem Staatspreis für Umwelt- und Energietechnologie ausgezeichnet wurde. Solche Häuser produzieren durch thermische Solar- und Photovoltaikanlagen jährlich mehr Energie, als sie verbrauchen. Im Bereich der Nachhaltigkeit kann sich Österreich jedoch noch verbessern und sich vielleicht sogar was von anderen Ländern abschauen. In Singapur wurde beispielsweise eine ganze bionische Stadt erschaffen, welche mit Hilfe von sogenannten Supertrees Energie aus Sonnenlicht gewinnen, Kohlendioxid aus der Luft in Sauerstoff umwandeln und gleichzeitig als vertikale Gärten dienen. Um den Energiebedarf und die Schadstoffproduktion nachhaltig zu verringern, wünschen wir uns aus diesem Grund, dass die Gesellschaft für die Entwicklung nachhaltiger Technologien sensibilisiert wird, unter dem Motto Nachhaltige Technik für Menschen. Wir freuen uns darüber, dass die Zusammenarbeit trotz manchmal gegenläufigen Meinungen ausgezeichnet an der TU Wien funktioniert. Wir haben mit vielen Stakeholdern der TU Wien regelmäßige Treffen. Man geht auf uns ein und fragt nach unserer Meinung zu diversen Themen und lässt diese dann auch in die Planung mit einfließen. Wir wünschen uns, dass diese gute Zusammenarbeit weiterhin bestehen bleibt und wir gemeinsam in die Zukunft starten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich übernehme wieder und das bedeutet, wir sind am Ende der akademischen Feier angelangt. Bleibt mir, Ihnen allen zu danken. Zeit ist kostbar, umso mehr wissen wir zu schätzen, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Mein besonderer Dank geht an den Herrn Bundespräsidenten, den Herrn Vizekanzler, die Studierenden, Frau Ullmann und alle, die vor und hinter den Kulissen zum Gelingen dieser akademischen Feier beigetragen haben. Dazu gehören natürlich auch die Mitglieder des TU-Orchesters, die uns wie immer hervorragend begleitet haben. Dankeschön.
Ich danke natürlich auch allen Kolleginnen und Kollegen, die an den Standorten dieser akademischen Feier beiwohnten, und möchte Sie einladen, gemeinsam auf unsere Zukunft anzustoßen. Die Gäste hier im Kuppelsaal bitte ich im Anschluss an diese Feier in dem Festsaal. Dort wird auch das Festbuch aufliegen, in das Sie sich bitte eintragen, falls Sie bisher noch nicht die Möglichkeit hatten. Die akademische Feier endet mit der Bundeshymne und der Europahymne.